Herzlich willkommen zu unserem Webinar Insektengiftallergie, Diagnostik und Therapie. Mein Name ist Anja Kloß und ich arbeite im Marketing der Firma Fadia, jetzt Thermo Fisher Scientific. Ich bin zuständig für die Organisation unserer Webinare. Bevor wir beginnen, ein paar technische Hinweise. Bitte überprüfen Sie die Lautstärke, damit Sie dem Webinar gut folgen können. Sie haben die Möglichkeit, während dem Webinar über das Chatfenster Fragen zu stellen. Sie finden dies unten rechts. Ihre Fragen können nur von dem Moderator gelesen werden. Die anderen Teilnehmer können diese nicht sehen. Ihre Fragen werden gerne direkt im Anschluss an das Webinar beantwortet. Unser Webinar wurde von der Landesärztekammer Baden-Württemberg mit einem Fortbildungspunkt zertifiziert. Als Teilnehmer erhalten Sie im Anschluss an das Webinar automatisch den CME-Fragebogen sowie eine Zusammenfassung der Präsentation. Bei der Beantwortung und Rücksendung des Fragebogens innerhalb von 10 Tagen erhalten Sie einen Fortbildungspunkt. Vorgabe der Ärztekammer ist es, dass 70% der Antworten korrekt sein müssen. Der Punkt wird mittels elektronischem Informationsverteilers direkt an die Bundesärztekammer übermittelt. Sie erhalten ein Teilnehmerzertifikat. Gerne verweisen wir Sie auf unsere Website. Hier finden Sie die kompletten Aufzeichnungen unserer Webinare mit Ton und Bild. Hier finden Sie ebenfalls die Präsentation unserer letzten Webinare als PDF-Version. Das waren die Anmerkungen zu der technischen Seite. Bei Fragen und Anregungen freuen wir uns auf Ihre Nachricht. Unser nächstes Webinar findet nach einer Sommerpause am 7. Oktober um 16 Uhr statt. Frau Dr. Petra Ziegelmeier referiert zum Thema ganzjährige Atemwegsallergien. Welche Diagnostik ist sinnvoll? Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter www.immunowebinar.de. Nun zu unserem Webinar. Ich freue mich, Ihnen heute Professor Peter Schmid-Grendelmeier als Gastredner zu unserem Webinar anzukündigen. Professor Schmid-Grendelmeier ist im Universitätsspital Zürich in der Dermatologischen Klinik als Leiter der Allergiestation beschäftigt. Er ist Professor und Facharzt für Allergologie und Dermatologie. Das Thema seiner Habilitationsschrift war rekombinante Allergene in Klinik und Forschung bei allergischen Erkrankungen. Herr Professor Schmid-Grendelmeier engagiert sich in verschiedenen Gremien, wie zum Beispiel bei der Schweizerischen Gesellschaft für Allergie und klinische Immunologie sowie bei der Europäischen Gesellschaft für Allergie und klinische Immunologie. Er ist Mitglied der Arbeitsgruppe Molecular Allergology bei der WHO und ist Mitglied des Direktoriums des Christiane-Kühne-Zentrums für Education und Forschung in der Allergie. Außerdem hat er über 130 Publikationen und Buchbeiträge in etablierten Fachzeitschriften verfasst. Es freut uns, dass wir Herrn Professor Schmid-Grendelmeier als Spezialisten in der molekularen Allergologie für einen Vortrag gewinnen konnten und ich übergebe nun an ihn zu seiner Präsentation mit dem Thema Insektengiftallergie, Diagnostik und Therapie. Ich hoffe, Sie hören mich. Hört man mich? Der Ton ist da, Bild ist da, Sie können starten. Dankeschön. Wunderbar. Dann starte ich und ich werde Ihnen einige Aspekte von Hymenopterengiftallergien vorstellen. Das sind ja schwerwiegende Reaktionen. Ich habe da gleich einleitend die 4 hauptsächlichen Übeltäter aufgelistet mit Wespe, dann mit der Biene und recht selten für schwere Reaktionen verantwortlich die Hummel. Und das macht verschiedene Schweregrade von Allgemeinreaktionen von Urtikaria bis zum anaphylaktischen Schock. Und das möchte ich nun mit Ihnen durchdiskutieren. Zuerst mal ganz kurz, wozu gehören die Insekten eigentlich? Das sind alles Gliederfüßler und das noch ganz viele andere Kollegen und Kolleginnen dieser Kleintiere, zum Beispiel Milben, die uns allergologisch bei der Inhalation beschäftigen, dann andere Tiere, die vor allem über das Gift wirken, Skorpione, 100- und 1000-Füßler, Krevetten, das ist dann eher wieder ein Nahrungsmittelallergien, also das gegessen wird. Also Sie sehen, in dieser großen Familie zu den Insekten gehören die Hymenopteren, dazu zählen wir Biene, Wespe, Hornissel, Hummel, aber auch die Ameisen, in unserem Breitengraden kaum mehr für allergische Reaktionen verantwortlich.
wenn man das einteilt, haben wir vor allem die Apide, also die Bienenartigen. Dazu gehört die klassische Honigbiene, die verschiedenen Hummeln, Bombus. Und dann bei den Wespen, da wird es schon vielseitiger. Die gemeine oder deutsche Wespen, Vespula, dann die Vespa orientalis crabro, dann auch die Dolicho Vespula colistes, da gibt es Unterformen, die wir zum Beispiel im Mittelmeerraum finden. Da gibt es auch schon Unterschiede bezüglich der Allergien von den beiden. Für Sie eigentlich fast wichtiger ist, wann sind denn diese Hymenopteren unterwegs? Da sehen wir in Rot die Hauptflugzeit, Honigbienen, Hummel, hier sind unterwegs. Jetzt Juli, August, im Hochsommer natürlich auch Wespen und Hornissen. Insgesamt fliegen Wespen und Hornissen etwas länger im Jahr. Da können wir absolut noch Stiche antreffen im Oktober, sogar November, ganz selten im Winter, wegen einer Wespe, die sich im Estrich eingenistet hat. Während Honigbienen nicht ganzjährig anzutreffen sind, die sind im Winter eingewintert. Da muss man aber beachten, dass die im April, Mai, Juni eher etwas aggressiver sind vom Verhalten, mehr stechen und auch mehr Gift pro Stich deponieren. Also sind dann auf allergische Reaktionen April, Mai, Juni viel heikler. Da gibt es dann ganz viele Eiweiße, die in diesen Giften vorkommen. Hier nur eine Übersicht, was wir so alles finden im Bienengift. Sie haben vielleicht schon ApGM1 gehört, wenn Sie sich mit Allergologie beschäftigen. Das ist die Phospholipase A2, ein Majorallergen der Biene. Daneben gibt es viele andere, die wir teils auch im Wespengift antreffen, wie zum Beispiel Hyaluronsäurephosphatasen, die Peptidylpeptidasen, und wieder andere, wie das Icarapin, die auch nur selektiv in der Biene angetroffen werden. Dann sehen Sie hier noch aufgelistet, CCD, das steht für kreuzreagierende Carbodeterminanten. Wenn man so will, Zuckerreste, die da an den Eiweißen angehängt sind, die IG binden können und die sowohl im Bienengift wie im Wespengift vorkommen, die aber nicht als eigentliches Allergen gelten, obwohl sie IG binden können, aber eigentlich kaum allergische Reaktionen auslösen. Ähnlich bei der Wespe, nicht ganz so vielfältig, aber da haben wir vor allem zwei Eiweiße, die hauptsächlich für Allergien verantwortlich sind, die Phospholipase A1, abgekürzt FSV1 von Wespen, und Antigen 5, FSV5. Nun jetzt ganz banal, Sie werden in der Praxis aufgesucht, eine Mutter kommt und sagt, oh, als unser Kind letztlich von der Biene gestochen worden war, hat es sofort ein Ausschlag am ganzen Körper, und sie fragt sich jetzt natürlich, muss ich da was machen, müssen wir da abklären, müssen wir da desensibilisieren, wenn so eine urtikarielle Reaktion aufgetreten ist. Oder ein junger Mann, der wurde im Herbst von einem Zwetschgenablesen von einem Insekt gestochen, einen Stachel hat er nicht gefunden, dann ist sie unwohl, es juckt, und da kommt die Freundin und sagt, hallo, wie siehst du denn aus? Und zwar so, also er wurde am Finger gestochen und 10, 15 Minuten später hat er so eine Schwellung. Das ist ein, wie Sie sicher kennen, ein sogenanntes Quinquedem, eine Fernreaktion auf eine allergische Reaktion. Zusammen mit dieser Urtikaria möchte ich Sie jetzt fragen, was denken Sie denn, was den jungen Mann gestochen hat? Überlegen Sie sich das bitte. War das eine Biene, eine Bremse, eine Wespe, Hummel, Stechmücke, Hornisse? Nun, mit Gewissheit kann man das natürlich nicht sagen, aber es gibt einige Hinweise, die uns helfen. Er wurde im September beim Zwetschgenablesen gestochen, kein Stachel auffindbar. Das sind Hinweise, dass eine Wespe oder, wenn man so will, das Großformat der Wespe hierfür verantwortlich war. Einige Tipps, wie Sie das unterscheiden können. Bienenstiche sind häufig beim Barfußgehen im Gras, wenn man da so kleine Blümchen hat, da wo das die Bienen ansieht. Natürlich im und um Bienenhaus, bei der Gartenarbeit, aber auch wenn Sie rasch unterwegs sind draußen, beim Motor- oder Radfahren. Wespen finden sich hier, wenn man draußen ist, die haben gern
Speiseresten, auch bei Abfall, Komposthaufen oder beim Abfalleimer im Schwimmbad, bei Obstgärten oder zu Hause, wenn im Estrich Rollläden, Kästen, Neste da sind. Dort ist das Risiko höher, von Wespen gestochen zu werden. Das ist das, was passiert, wenn man gestochen wird, eine deutliche Lokalreaktion, die schnell mal mehr als die Handfläche des Patienten betreffen kann. Das ist bereits ein Hinweis, dass jemand sensibilisiert sein könnte, hat aber noch keine großen therapeutischen Konsequenzen zur Folge. Hier habe ich die schwereren Reaktionen aufgelistet. Wir teilen diese ein nach H.M. Müller, Grad 1 Nistelfieber, Grad 2 ein Angiödem, also Schwellung von Schleimhäuten und so weiter. Grad 3 dann die Atemnot und Grad 4 Blutdruckabfall, Kollaps bis hin zur Bewusstlosigkeit. Grad 3 und 4 sind die Reaktionen, die der Patient auch als wirklich bedrohlich, als lebensgefährlich erlebt. Grad 1 und 2 sind sehr erschreckend, aber letztendlich nicht lebensbedrohlich. Sie können Patienten auch fragen, diese Patienten mit Atemnot oder Schwindel oder gar Bewusstlosigkeit, die haben wirklich auch Angst, dass ihnen was zustoßen könnte, genauso wie die Umgebung. Urtikaria und Quinkedem sind sehr dramatische Erscheinungen, können die Leute auch erschrecken, haben sind aber selten mit diesen Ängsten verbunden. Wieso unterscheiden wir das nun? Die leichteren Schweregrade, wie Urtikaria und Quinkedem, Sie sehen hier die Toilette übrigens, Quinquedem kann sich auch im Magen-Darm abspielen, dann führt das zu Nausea, Brechreiz oder mal Durchfall. Das sind die leichten Reaktionen. Dort können wir die Patienten oft mit symptomatischen Medikationen behandeln. Während bei schweren Reaktionen hier, Grad 3 und 4, ist eine aufwendige Diagnostik sinnvoll, da diese Patienten für eine Immuntherapie qualifizieren. Wie gehen wir vor? Nun, zuerst ist immer die Anamnese. Das habe ich Ihnen jetzt geschildert, also der Schweregrad der Reaktion mit der allenfalls noch sichtbaren Klinik. Die tritt sehr schnell auf bei schweren Reaktionen. Je länger verstrich zwischen dem Stich und der Reaktion, eine, zwei Stunden, umso weniger heikel ist meistens die Reaktion. Also gefährliche Reaktionen kommen sofort, andere später. Dann haben wir Hautteste, In-vitro-Teste, Provokationsteste. Für Sie, wenn Sie in der Primärversorgung sind oder ab und zu allergologische Fälle abdecken, sind die In-vitro-Teste sicher sinnvoll. Hautteste sind aufwendiger, brauchen auch stets das entsprechende extra. Provokationsteste sind eh nur etwas für das Zentrum, wo eine Intensivabteilung mit Anästhesist zur Verfügung steht, da diese trotz vorhergehender Immuntherapie letztendlich mit sehr gefährlichen Reaktionen einhergehen können. Sie sehen hier die Schritte, die ich Ihnen empfehlen würde, aufgelistet. Saubere Anamnese, die Klinik gut erfassen. Dann kann man spezifische IG bestimmen, auf Bienengift und Wespengift. Hochsensitiv, wirklich sehr empfindlich. Sollte man aber frühestens 3 Wochen nach dem Stich machen, da unmittelbar nach dem Stich die Werte nicht zuverlässig sind. Sie können zu hoch oder zu tief sein. Dann kann man auch die Hautteste. Das ist dann vor allem sinnvoll, wenn Sie an die Immuntherapie denken. Die Intrakutanschwelle ist so der State of the Art, aber Prickteste eignen sich auch und gerade bei Kindern sind diese wesentlich angenehmer. Hier eine Intrakutanschwelle mit verschiedenen Dosierungen des Bienen- und Wespengifts, das sich dann so in Fraktionsstufen ablesen lässt, so eigentlich die Titration, Positivkontrolle, Negativkontrolle. Und Sie sehen hier, das war hier Wespe, war schon bei der niedrigsten Konzentration eine klare Quaddel, während sie bei Biene erst bei um 10.000-fach höheren Konzentrationen auftritt. Wir testen, zusätzlich können Sie auch mit Brick testen, dann lohnt sich eine Verdünnungsreihe zu machen. Hier der Intrakutantest bedingt einiges an Erfahrung und guten Extrakten. Sehr viel einfacher und auch sehr aussagekräftig sind die der Nachweis von IgEs, da die CAP-Verfahren ist hier das Standardverfahren, mit dem wir zirkulierendes Ig im Blut nachweisen, gegen Bienen- und Wespengift, sehr, sehr sensitiv,
können allerdings auch mal falsch positiv sein durch Kreuzreaktionen, etwa durch die bereits erwähnten CCD. Auch hierfür gibt es Marker auf IG-Stufe, das Bromelin oder die CCD-214, das können Sie bei Ihrem Labor anfordern. Wichtig ist zu wissen, dass die Stärke der klinischen Reaktion und der Schweregrad nicht korreliert direkt mit dem Ausmaß der IgE. Also Sie können hochtitrige IgEs haben bei Patienten, die kaum reagieren und umgekehrt Patienten, die einen anaphylaktischen Schock machen auf Bienengift und nur sehr geringe IgE-Nachweis erlauben, also Cup-Klasse 1 oder 2 beispielsweise. Wichtig auch, das Gesamt-IgE sollten Sie mitbestimmen, dabei Gesamt-IgE-Werten unter 25 Kilo-Units, allenfalls die spezifischen IgE auf Biene oder Wespe falsch negativ sein können. Also das muss man mit berücksichtigen, wenn man zum Beispiel bei einem Patienten eine klare Geschichte hat, mit Kollaps und so weiter, unmittelbar nach Bienenstich, und Sie finden keinen Nachweis von spezifischen IgE nach einigen Wochen, dann immer das Gesamt-IgE mit betrachten. Wenn das unter 25 ist, was selten der Fall ist, dann könnten Sie falsch negative Werte haben, dann ist die Klinik nochmal stärker zu werten. Also zusammengefasst, Hauttest ergänzt die sehr wesentliche Anamnese, wo wir vor allem den Schweregrad, armwasserstechende Insekt identifizieren. An der Klinik führen wir intrakutan oder Pricktestungen durch. Das IG-Labor für Sie sicher sinnvoll. Zusätzlich finden Sie hier die Tryptase erwähnt, ein Mastzellmediator, der freigesetzt wird bei anaphylaktischen Reaktionen, der dann sich rasch wieder normalisiert. Das, Sie könnten also, wenn Sie 2 bis 4 Stunden nach einem Ereignis die Tryptase bestimmen, unter Umständen eine anaphylaktische schwere Reaktion dokumentieren. Sehr viel wichtiger ist aber, dass die Tryptase auch außerhalb allergischer Reaktionen erhöht sein kann. Über 11, 15, 20 Einheiten, das sind Patienten, die ein hohes Risiko für sehr schwere Reaktionen haben. Deswegen bestimmen wir die mit, weil mit zusätzlicher erhöhter Tryptase ist der Patient massiv gefährdet, bei einem nächsten Stich eine schwerste anaphylaktische Reaktion zu erleiden, sodass wir dann die Patienten unbedingt zur Desensibilisierung motivieren möchten. Hier nochmal der Satz, sehr wichtig für Sie, keine Korrelation zwischen Stärke der Sensibilisierung und Schweregrad der Reaktion. Für Sie zum Mitnehmen, wenn Sie einfach sich orientieren möchten, liegt eine Sensibilisierung vor. IgE gegen Bienen- und Wespengift, bei schweren Reaktionen die Tryptase. Wenn Sie diese Werte bestimmen, können Sie das bei schweren Reaktionen dem nachfolgenden abklärenden Allergologen mitsenden und der wird Ihnen sehr dankbar sein um diese Vorinformation. Die Patienten sollten Sie ausrüsten mit entsprechenden Notfallmedikamenten. Die bestehen aus Steroiden oralen sowie Antihistaminika, 2 Tabletten und bei Grad 3 bis 4 Reaktionen, also lebensbedrohlichen Reaktionen, zusätzlich einer Adrenalinspritze zur Selbstinjektion, die als einzige innerhalb Minuten ihren Effekt entfaltet, werden die Tabletten 30, 40 Minuten benötigen. Das reicht aus bei Urtikaria clinicodem, bei Kreislauf- oder Atemproblemen ist der Adrenalin-Autoinjektor deutlich schneller und wichtiger. Wir haben das auch zusammengefasst in der eingangs kurz angetönten Christiane Kühne Stiftung. Sie können dieses Blatt runterladen, wie diese Medikamente verabreicht werden sollen. Wann soll man eine Immuntherapie empfehlen? Bei Patienten mit Grad 1 oder 2 Reaktionen sind wir zurückhaltend. Wir rüsten diese mit Notfallmedikamenten aus und empfehlen die Immuntherapie dann, wenn jemand ein hohes Stichrisiko hat, also immer wieder Stiche, oder wenn er einen starken Angstfaktor hat aufgrund des erlittenen Ereignisses, dann lassen wir uns mal erreichen, auch einen Patienten mit Grad 2 Reaktion zu desensibilisieren. Sonst sind wir ja zurückhaltend. Anders ist es bei lebensbedrohlichen Reaktionen, Grad 3 und 4. Hier empfehlen wir die Desensibilisierung unbedingt. Und bereits hier können wir die In-vitro-Diagnostik wieder bemühen, weil es gibt durchaus Patienten, die gestochen sind, schwer reagieren, aber nicht wissen, ob das eine Biene oder eine Wespe war, die gestochen hat, die sie aber serologisch eine sogenannte
Doppelsensibilisierung haben, also die haben IgE auf Biene und Wespe, dann wissen wir nicht genau, welches Insekt jetzt wirklich schuld war. Und da hilft uns die Aufschlüsselung in molekulare Komponenten wieder. Und zwar deswegen, weil dieses FSV1 und V5 nur in der Wespe vorkommt, APM1 nur im Bienengift. Je nach Sensibilisierung können wir sagen, der Patient reagiert nur auf Wespe oder Biene und hat zusätzlich kreuzregierende Sensibilisierung wie die CCD, die hier aber keine Rolle spielen. Dieses APM1 nochmal oder das FSV1 und 5, das hilft uns bei dieser Doppelsensibilisierung. Das sind Patienten, die zum Beispiel im Hauttest positiv sind auf Biene oder Wespe oder in IgE. Je nachdem bestimmen wir dann die CCD. Wenn die positiv sind, kann das eine Doppelsensibilisierung erklären. Wenn der Patient aber zum Beispiel sich nicht erinnert, was ihn gestochen hat, er aber auf APM1, das nur im Bienengift vorkommt, und allenfalls CCD hat, die die Doppelsensibilisierung erklären, aber keine Sensibilisierung auf Wespengift, ist es ausreichend, diesen Patienten mit Bienengiftallergen oder Extrakt alleine zu behandeln. Analog, wenn er nur auf SV1 und 5 sensibilisiert ist, aber nicht auf APM1, dann reicht Wespengift alleine. Wenn jetzt beide Sensibilisierungen sich finden auf der molekularen Stufe, APM1 positiv, SV5 positiv, dann liegt eine doppelte Sensibilisierung auf Biene und Wespengift vor. Wir können den Patienten nur schützen, wenn wir ihm beide Extrakte, die das enthalten, zuführen. Der Confounder ist durch diese CCD oft bedingt, der eben die Tests positiv werden lässt, während die alle genspezifischen Eiweiße wie APM1 für Biene, FSV5, was hauptsächlich Auslöser für Wespe, eine Rolle spielen. Entsprechend gibt es dann Flussdiagramme, die von der Firma Thermo Fisher Scientific zur Verfügung gestellt werden, wo sie je nach Sensibilisierungsmuster entscheiden können, ob sie Bienen, Wespengift oder beide zusammen einsetzen wollen. Das sind sicher Entscheide, die der allergologisch versierte Arzt treffen sollte. Zunehmend lernen wir über diese Allergene und wir kennen einige, die eine Rolle spielen. APM1 habe ich Ihnen erwähnt, das finden sich bei knapp 20% der Patienten mit einer sogenannten Bienengiftallergie, also Honeybee Venom. Dann gibt es andere, die auch sehr häufig vorkommen, APM2, APM5 und hier in Gelb 14,5% sensibilisiert auf APM10. Das ist ein ganz besonderes Eiweiß, weil es durchaus für allergische Reaktionen verantwortlich sein kann, aber im Extrakt nicht so stark vorkommt. Wir können auch IgG gegen diese Eiweiße messen und je höher die IgG sind, umso eher erlaubt uns das, den Immunkontakt zu beurteilen, respektive die Antwort auf die Desensibilisierung, und das Verhältnis von IgE, möglichst tief, zu IgG, möglichst hoch, also ein kleiner Wert, erlaubt uns einen gewissen Rückschluss auf eine Protektion durch Immuntherapie. Deswegen bestimmen wir das im Verlauf auch. Nun, zur Immuntherapie ist sehr erfolgreich. Bei Wespengift die 90-95%, sogar teilweise noch mehr, sind erfolgreich, ertragen Wespenstiche aber völlig problemlos. Bei Bienengift liegt das etwas tiefer, 80-90%. Das hat damit zu tun, dass die Biene pro Stich mehr Allergen appliziert. Das ist das eine, dass sie die Giftmenge variiert und dass die Extrakte nicht so gut standardisiert sind wie bei Wespe. Das Wespengift kann man sehr viel leichter gewinnen, während bei Bienengift die Giftsäcke ausgezupft werden müssen und das Gift so ausgepresst werden. Kurz ein Schema. Üblicherweise wird in Deutschland vor allem das sogenannte Rash-Verfahren gewählt, wo der Patient 4-5 Tage hospitalisiert ist, anschließend ambulant alle 4-6 Wochen eine Erhaltungsdosis kriegt über 5 Jahre. Man kann das auch konventionell einmal pro Woche mit steigenden Dosen einleiten oder, was wir in der Schweiz favorisieren, das kurze und rasche Ultrarasch-Phänomen, wo die Patienten innerhalb von 4 Stunden auf die Erhaltungsdosis mittels 6 Injektionen hochgespritzt werden. Die Patienten sind intensiv überwacht, können aber meistens gleichen Tags wieder nach Hause. Wir haben sehr gute Ergebnisse mit diesem Verfahren.
Das haben wir auch schon publiziert, gemeinsam mit der Kollegin aus Basel. Sie können das nachlesen, unter anderem in dieser Zusammenstellung, in diesem Kurzzeitschema. Taugt nicht überall, hat auch verrechnungstechnisch Implikationen, klären Sie das deshalb ab. Und das ist wirklich etwas für sehr Erfahrene, wenn Sie in diesen kurzen Intervallen die Dosis applizieren. Beim in Deutschland hauptsächlich verwendeten Rush-Verfahren wird in etwa dieselbe Allergenmenge letztendlich appliziert, einfach in längeren Abständen, 2 bis 3 Injektionen pro Tag, werden wir das in einem halben Tag durchziehen. Wichtig ist auch einiges zur Vorbeugung, man soll sich ruhig verhalten im Bienenwespen rumfliegen, ausreichend Distanz halten, nicht barfuß gehen im Garten, vor allem wenn man einfach so in die Sträucher fast Handschuhe tragen, wenn es nicht zu heiß ist, so wie jetzt gerade, Kleider mit langen Ärmeln und Hosen tragen, nicht zu stark duften, das lockt die Bienen an, Motorradfahrer tun gut daran, den Helm zu schließen und vor allem wegen Wespen, wenn Sie beim Picknicken und so, sollten Sie vorsichtig sein. Bier lockt Wespen an, daher Vorsicht, wenn Sie so einen herzhaften Schluck aus der Dose trinken wollen. Auch Insektenschutzgitter sind nützlich. Kurz ein Fall eines Patienten, der sehr schwer reagiert hat mit Mastozytose, während der Immuntherapie einfach zu zeigen, es gibt heikle Situationen. Der Patient hat vor 6 Jahren inzwischen in Portugal die schwerste anaphylaktische Reaktion erlitten und dort innerhalb 5 Minuten kollabiert. Er war dann sensibilisiert auf Bienengift, Hauttest positiv, normale Tryptasewerte, sodass wir gesagt haben, wir machen eine Immuntherapie mit Bienengift. Nun kam er fast 5 Jahre später zurück und wollte dann wissen, ob er geschützt ist. Und das haben wir mit einer Stichprovokation getestet. Das war nicht das ideale Verfahren. Sie sehen hier diese 5 Minuten nach dem Stich, Blutdruckabfall, Juckreiz, Diskenöbrechen, Krampfanfälle. Der Patient ist innerhalb Minuten im Herz-Kreislauf-Versagen gelandet. Wir mussten über 30 Minuten reanimieren, bis wir wieder einen funktionsfähigen Herz-Kreislauf hatten. Der Patient hat massenweise symptomatische Therapien mit Antihistaminika, Steroid, EpiPen und insgesamt 6 Milligramm Adrenalin erhalten. Er hat sich gut erholt. Der Grund war, dass der Patient zum einen eine Mastozytose entwickelt hatte, die wir zwar kannten, aber die wir nicht richtig eingeschätzt haben, die ja viele Symptome machen kann, von Haut, Gastrointestinal, kardiovaskuläre Überblutsymptome. Und zusätzlich perfiderweise auf das APM-10 sensibilisiert ist, das klinisch relevant ist, aber in Extrakten wohl unterrepräsentiert. Hier diese Arbeit von Kollegen Spillner, Blank etc., die Mallory 2011 publiziert wurde, von Köhler und Gruppe gibt es jetzt bereits eine neuere, die das ähnlich zeigt. APM-10 ist sicher im Bienengift selbst in großen Mengen drin, bei wässrigen Lösungen schon deutlich weniger und beim aluminiumabsorbierten Insektengiftextrakt, das wir in der Schweiz gebrauchen, wohl noch weniger. Dadurch ist der Patient gegen dieses APM-10 nicht geschützt gewesen und der Feldstich hat ihm dann diese starken Beschwerden verursacht, während gegen die anderen Einzelallergene er sowohl IgE, was viel wichtiger ist, hier die IgG entwickelt hat, während die bei APM-10 nicht angestiegen sind, trotz 5-jähriger Immuntherapie. Neu ist dieses APM-10 für die Routinediagnostik deshalb erhältlich. Wir sind sehr froh, dass wir dadurch sowohl die Sensitivität steigen können und noch weitere Voraussagen über die Wirksamkeit einer Immuntherapie machen können. Gerade bei APM-10 sensibilisierten Patienten ist sehr fraglich, weil im Extrakt nicht ausreichend Protein von APM-10 drin ist, müssen wir oft die Dosis verdoppeln oder gar verdreifachen, um überhaupt eine Wirkung zu erzielen. Jetzt noch ganz kurz 2 andere Aspekte. Eine Frage, wann denken Sie, sollten sich Insektengiftallergiker wo besonders in Acht nehmen? In Costa Rica, wo es die Killerbienen gibt, Tansania die schwarze Mamba, Australien die Seewespe, Florida die rote Feuerameise, Brasilien den Augenspinner oder Mexiko die Vogelspinne. Nun, die Antwort ist die rote Feuerameise in Florida.
Killerbienen sind zwar sehr aggressiv, haben aber kein gefährlicheres Gift als andere Bienen. Schwarze Mamba ist eine hochgefährliche Giftschlange, ist aber für Insektengiftallergiker nicht gefährlich. Die Seewespe ist eine Qualle, sehr gefährlich, aber kein Insekt. Augenspinner und Vogelspinne sind heikel, aber nicht so verantwortlich für allergische Reaktionen. Der junge Mann hier, der war in Florida in den Campingferien, hat das Gefühl von Insektenstichen, dann Urtikaria, Schwitzen, Wispe, alles in einer Minute, muss ins Spital eingeliefert werden, weil er von diesen importierten roten Feuerameisen angegriffen wurde. Die stammt ursprünglich aus Brasilien, ist aber importiert worden, südliche USA. Man kann Sensibilisierung gegen die rote Feuerameise nachweisen. Es gibt einen Immunocap. Da werden aber immer noch Ganzkörperextrakte verwendet, auch für die Hauttests. Deshalb wesentlich weniger zuverlässig. Und auch die Desensibilisierung basiert immer noch auf Ganzkörperextrakten. Ist das sehr deutlich weniger gut. Dann Mücken. Aktuell ist gerade Mückensaison, zumindest hier in Zürich. Lokale Reaktionen variieren stark vom Wirt. Der eine reagiert stark, der andere weniger. Und von der Mücke, die durchaus individuelle Präferenzen haben kann. Was sie spüren oder sehen, ist nicht der Stich, sondern erst die Reaktion durch die Histaminfreisetzung. Einige, die sich mit Mückenallergien beschäftigt haben, zum Beispiel Estelle Simons in Kanada, man kennt die Mückeneiweiße recht gut, die sind vor allem im Speichel enthalten, verschiedene Faktoren, die aber glücklicherweise praktisch nie zu IG-vermittelten anaphylaktischen Reaktionen führen, deswegen Mücken sind lästig, aber nicht so. Noch 2 Minuten. Deswegen, das lässt sich jetzt nicht so gut lesen. Mückenallergie machen wirklich starke Lokalreaktionen, aber in einem ganz kleinen Fall nur systemische Reaktionen. Extrakte existieren, sind nicht so sensitiv. Wir können einen kommerziellen Cup bestimmen. Da ist allerdings oft der handgestrickte ELISA fast noch sensitiver. Die Therapie basiert symptomatisch auf Steroiden und Antihistaminika bei schweren Fällen. Ansonsten natürlich die Prävention mit Repellenzien, langen Ärmeln. Die Immuntherapie wird immer noch auf Ganzkörperextrakten, ist deshalb nur beschränkt zuverlässig. Auch hier wieder die Zusammenstellung, die Sie herunterladen können, wie vorgehen. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen. Danke Ihnen mit dem Team der Allergiestation und meinem Forschungsteam hier in Zürich. Ich hoffe, dass Sie die Kinder, Ihre Familien und Ihre Patienten trotzdem in deren schlechten Sommer gut genießen können. Ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit. Versuche ich dann noch die Fragen zu sehen. Es ist schon die erste Frage eingegangen. Und zwar, welche Werte des IgE, IgG-Quotienten lassen auf ein Ansprechen der SIT schließen? Also alles, was unter 1 sinkt, lässt darauf hindeuten, also dass mehr IgG vorhanden ist als IgE. Wir haben gerne, wenn das so im Faktor 0,5 liegt etwa. Aber das ist keine Sicherheit, aber ein Hinweis. Sind noch weitere Fragen? Also etwas, was die Tryptase, das lohnt sich für diejenigen, die das damit kennen, auf alle Fälle mitzubestimmen, die ist sehr robust, das lässt sich bestimmen. Und wenn die erhöht ist, das ist wirklich für uns ein starker Hinweis, in die ganze Diagnostik einzusteigen. Diese Leute möchten wir auch immuntherapieren und sind auch so, dass wir die Immuntherapie dann sogar lebenslang empfehlen bei diesen Patienten, weil die ein sehr hohes Risiko haben, sonst allergisch zu reagieren. Fragen, die auch immer wieder gestellt werden, wie oft muss man das kontrollieren, wenn man die Immuntherapie, die üblicherweise 5 Jahre andauert, beendet. Das hängt davon ab, ohne erneute Stiche braucht es eigentlich keine Kontrollen. Bei erneuten Stichen ohne
allergische Reaktion, wie wir das uns eigentlich wünschen, bestimmen wir 3-4 Wochen später die IgE und IgG-Werte und sehen, ob sich da was verändert hat. Bei erneuten anaphylaktischen Reaktionen evaluieren wir die Situation nochmals, ob eine weitere Immuntherapie allenfalls sinnvoll wäre. Sind noch weitere Fragen vorhanden? Aktuell liegen keine weiteren Fragen vor. Gut, sonst können Sie selbstverständlich, falls Ihnen noch Fragen auftauchen, ein Mail schicken an Frau Kloß. Die wird es dann gerne mir weiterleiten. Ich nehme mir gerne, die da auch persönlich zu beantworten. Ansonsten sind ja auch noch 10 Fragen für Sie vorgesehen, die Sie bitten möchte, durchzugehen, damit Sie auch Ihre Credits erhalten. So, jetzt ist noch eine Frage eingegangen, und zwar, oder eine Feststellung bei Tryptaseerhöhung, also lebenslange SIT. Wenn die Indikation gegeben ist, ja, dann, wenn die Tryptase erhöht bleibt, würden wir nicht mehr stoppen, sondern lebenslang. Und wir sagen das Patienten auch schon von Beginn weg, dass sie dann nicht enttäuscht sind, weil man kann die schützen, solange man die SIT macht. Wenn man sie abbricht, sind aber leider doch 2-3 schwerste Rückfälle mit Reaktionen bekannt. So, weitere Fragen sind keine da. Also ich weiß nicht, ich denke sonst angesichts der Hitze, die zumindest in Zürich herrscht, glaube ich, die wir sonst dann auch abbrechen, dann können alle in der Kühle das vielleicht nochmal durchgehen und uns Fragen dazu senden. Ich kann gerne noch einen Moment dranbleiben, sonst würde ich mich dann auch von allen verabschieden und danke herzlich fürs Zuhören und Zusehen. Ja, wir sagen auch vielen Dank und wünschen einen schönen Tag. Danke allerseits. Wiederschauen.